Hallo zusammen, hier ist wieder euer Chiller und heute bin ich wieder für euch in unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Toy Guide präsentieren. Heute geht es nämlich um ein Toy, was neu mit Patch 8.2 ins Spiel gekommen ist. Und zwar sind wir einmal in den Höhlen der Zeit. Hier oben geht es quasi in die Höhlen der Zeit rein, dann hier einmal runter. Und hier unten, bevor wir hier zu dem zweiten Track kommen, wo das Rundell mit den Instanzen ist, auf den Koordinaten 41, 70, haben wir einen NPC. Hotella heißt die Dame und die verkauft uns zwei Sachen. Und zwar einmal ähm, können wir ein aufbrauchbares Item benutzen, was den ja euch quasi die ganze Zeit die Sonne auf Mittagsstand bringt. Und selbiges haben wir aber auch nochmal als Toy. Und zwar ist es Krug mit sonnenerwärmtem Sand und das kostet uns insgesamt 1000 Abzeichen von diesen Zeitversehrten. Und das kaufen wir jetzt einmal. Und schauen uns das Toy mal an. Ich habe ja so ein ähnliches Toy euch schon mal gezeigt. Da gab es das gleiche mit quasi ähm, immer Nachtmodus und das ist quasi immer der Tagmodus. Wir lernen das einmal und fliegen jetzt mal den Weg hier komplett einmal raus und schauen uns das draußen dann einmal an, was es das verändert. Übrigens als kleine Information für die Leute, die es noch nicht mitbekommen haben, sowohl in Oknema als auch in Sturmwind, sind jetzt neue Portalräume oder beziehungsweise Portalräume ein bisschen umgebastelt worden und es gibt jeweils ein Portal hier zu den Höhlen der Zeit und dementsprechend gibt es hier auch ein Portal zurück äh, nach SW beziehungsweise Okrimar von den Höhlen der Zeit. Also man kommt hier ganz bequem wieder hin. Das wurde ja mit den neuen Portalräumen aus dem Weg geschafft, diese Möglichkeit und jetzt hat man quasi hier die Portale wieder. Gut, jetzt schauen wir einmal raus. Wir haben jetzt äh, 9 Uhr. Heißt, es ist schon ein bisschen Nachthimmel und jetzt schauen wir uns einmal das Toy an, ob wir hier den Himmel ein bisschen verändern können. Und zwar haben wir jetzt gerade das Ding gelernt und dann schauen wir mal, Krug mit äh, sonnenerwärmten Sand, das setzen wir jetzt mal ein. Ah, okay, das kann ich nicht, wenn ich am Fliegen bin. Ich setze das ein und ihr seht, da ist jetzt gerade die Dings verschwunden, der Nachthimmel und wir haben jetzt immer hier einen Tag. Himmel, beziehungsweise, wir können jetzt einmal gucken, wenn ich es wieder wegklickt das hält zwei Stunden. Dann müsste jetzt. Genau, da kommt der Mond wieder und die Sterne sind wieder da. Mehr ist es nicht. Mehr macht das Ding nicht, ist eine ganz schicke Sache. Selbiges gibt es dann mit einem anderen Toy, das ich euch ja schon gezeigt hatte. Da, wie hieß denn das? Irgendwas mit Schuppen. Genau. Äh, Schattenschuppen heißt es. Mit dem Toy können wir quasi den gegenteiligen Effekt machen. Dann können wir den Tag zur Nacht machen, wird wahrscheinlich jetzt nichts bringen, weil es eh schon Nacht ist. Okay. Puh. Okay, jetzt haben wir noch eine dunklere Nacht. Jetzt haben wir hier Vollmond. Okay, ja gut. Also diese Möglichkeiten haben wir. Warte, mal, wenn wir das jetzt wieder wegklicken. Dann sinkt der Vollmond wieder und wir haben jetzt nur so eine, so eine bisschen Nacht quasi. Verrückt. Okay, das war es auch schon wieder mit dem kleinen äh, Toy Guide. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich ein bisschen weiterhelfen. Sollte es der Fall sein, würde ich mich freuen, wenn ihr mich positiv bewertet. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Äh, ciao.